Niemand verjagt mich aus meiner Wohnung. Vorsicht mit der Kanone, Lady. Der Detective von 304? Ich habe noch so eine Waffe, falls Sie die brauchen. Sehr. Ich wollte nicht schießen. Ich hatte keine Wahl. Ja. Das ist meine Wohnung. Ja. Ich darf mich doch verteidigen. Natürlich dürfen Sie es, Miss. Wo ist denn die andere Waffe? Könnte ich mir die mal ausleihen? Painkiller. Framerate. Hallo, Framerate? Na also. Aber keine Waffe. Sie hat gelogen. Geht's hier raus? Da nicht, sonst nicht, nein. Hier geht's raus. Na super, speichern und irgendwie... Na. Ach du Scheiße, ich hasse sowas. Da geht's auf den Sims und dann darüber. Ach du, boah, ich hasse es. Nun gut, hoppala. Hoppala. Ach, Scheiße. Nein, ich bin es nicht. Boah, die Penner. Okay, speichern. Mal gucken, ob wir die Fässer in Brand setzen können. Sieht gut aus, da unten. Speichern und weiter. Wenn uns jemand kommt, nicht wäre euer guter Ruf ruiniert. My lady, bleibt. My lord, bitte vergebt mir. My lady! Ah, eine Folge Lords and Ladies. Eine neue Folge von Lords und Ladies. Ja, endlich! Seit Max Payne 1 nicht mehr gesehen. Diese spannende Familienunterhaltung. Was wird heute geschehen? Wird Karl Gustav das Herz seiner Angebeteten erobern? Castling Versicherungsgesellschaft. Weil Ihnen Ihr Heim so wichtig ist. Für weitere Informationen wählen Sie jetzt die 555 Castle. So, ich will mich nicht zu lange daran festbeißen. Oh, jetzt müssen wir wieder raus. Diese Woche macht Fernsehen so viel Spaß wie Spiegel. Zwei Tage und zwei Nächte nonstop. Die Kultserie Adresse Unbekannt. Alle Folgen, der ganze Wahnsinn in unserem Zurück an den Absender Marathon. Cool. Ein Glas Gold Touch Brandy. Und Sie fühlen sich reich und berühmt. Ach, endlich fühle ich mich mal reich und berühmt. Kennen wir uns? Ja, ich bin reich und berühmt. Natürlich kennen wir uns. Kaufmann will, dass wir das erledigen. Ich erledige euch gleich. Legen wir den Typen, legen wir ihn um und dann ab nach Hause. Ach, natürlich. Wollte der mich doch grad ficken. Das habe ich nicht gesagt. Das, Huch. Etwas hat mich geweckt. So ein netter junger Mann. Besucht eine alte Lady wie mich. Aber ja. Nur auf der Durchreise, Ma'am. Ein netter junger Mann. Nicht wie die von oben. Sie sagen, sie wollen renovieren. Aber es ist zu leise. Die haben nichts Gutes im Sinn. Der Doktor hat mir Pillen für meine Hüfte gegeben. Es ist aber schon besser. Nehmen Sie sie. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Oh, das ist aber lieb von... Sie sind im Bad. Vielen Dank, Lady. Bei den Reinigungsleuten sollte man annehmen, hier wäre es sauberer. Ja. Ich habe sie in den Fluren reden hören. Was? Diese Spanner.
Ich erinnere mich an die sonnigen Tage auf dem Land mit meinem Ben. Oder war das aus dem Fernsehen? Nein, nein, der Ben war schon echt. So, können wir bei dir noch irgendwas einsacken hier? Da so, und können wir hier noch irgendwas mitnehmen, bevor wir jetzt bei der Alten da durch die Wohnung stiefeln? Irgendwelche Painkiller, irgendwas mitzunehmen hier? Sie hatten den Aufzug blockiert. Natürlich hatten sie das. Verdammt. Hallo? Hallo? Polizei? Hier auch Polizei. Die kam aber schnell hervorgehoppelt. So, Oma. Hübsch hast du es hier. Also, das passt auf jeden Fall zu deinem Kleid. Die Wohnung geht Hand in Hand mit der Sommerfarbe. Wirklich sehr schön hier. Hast du auch gerade aufgeräumt, ne? Pillen für die Hüfte? Wo hatten die ihre Pillen für die Hüfte? Da ist auch nichts drin. Naja, ich glaube, die bescheißt mich einfach nur. Ah. Hallo, Pillen, Hüfte? Meine Hüfte tut weh. Auch ihr Bett ist wirklich ein Traum. Wo schläft die denn bloß? Naja, alte Frau, ich lasse sie da mal alleine, ne? Ich muss hier mal dringend was aus dem Fenster gucken. Wo zufällig alle tot sind. So, ach, sieh an, wo wir hier hinkommen. Und da ist Max Apartment. So, speichern und rein. Ich hatte das Versteck des Schützen gefunden. Der Raum war voller Überwachungsausrüstung. Sie hatten mich seit Tagen, Wochen oder sogar Monaten ausspioniert. Alle meine Aktionen observiert, aufgezeichnet, analysiert. Der Raum war der Beweis, von dem jeder Paranoide träumt. Aber warum? Trautes Heim, Glück allein. Einfach, nicht wie in einem Film, wo der Held die Chance hat, die Bombe zu entschärfen. Es war einmal ein Haus in der Vorstadt. Er macht die Tür auf und bumm! Jetzt war nichts mehr davon übrig. Die oh. Arbeitsauffassung der Cleaner gefiel mir gar nicht. Nein, selten sowas Schlampiges erlebt und das schöne Apartment ist auch im Arsch. So, haben wir hier noch irgendwas? Winterson? Hier ist Max. Ich bin zu Hause. Ein Scharfschütze ist am Fenster. Weitere Killer sind anscheinend hinter der Tür. Sie kommen. Ich brauche Hilfe. Max? Okay, wir holen sie da raus. Wer ist hinter ihnen her? Keine Ahnung, kann nicht reden. Muss weg. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Payne, wo sind Sie? Sie sind wieder zu spät. Diese Schlaflosigkeitstour nimmt Ihnen keiner ab. Ich weiß, wie das ist. Ich will nur helfen. Sie sollten mit mir zu den anonymen Alkoholikern gehen. Vielen Dank, dass du gefährliche Liebschaften gewählt hast. Oh. Für Candy drücke die 1. Für Sandy die 2. Für Mona die 3. Du hast die 3 für Mona gewählt. Hi, hier ist Mona. Wie heißt du? Ich muss nur mit jemandem reden. Süßer, wir machen hier Telefonsex. Da wird nur geredet. Wie bringt man sowas in Ordnung? Wie kann man Dinge verändern? Nichts hilft. Alles wird nur noch schlimmer. Gib mir nur deine Kreditkartennummer, dann höre ich dir die ganze Nacht zu. Sie zu töten macht alles nur schlimmer. Es brachte niemanden zurück. Bist du irgend so ein Perverser? Tut mir leid, das war... Sorry. Ja, also, wenn ihr mal jemanden getötet habt oder ihr habt ganz andere Probleme, hey, einfach bei der Telefon-Sex-Hotline anrufen. Genau da wird einem immer geholfen. Ist wie die Telefonseelsorge, nur viel sexier. Mit strickenden Omas, die so tun, als wären sie an euch interessiert. Hey. Oh. Oh.
Kann man da was erkennen? Nee. Wir machten so eine schlechten Fotos, einfach an den Hauswänden. Naja. Das ist nicht das Gleiche, sage ich dir. Ich verstehe, was sie getan hat, aber... Oh, ich habe gerade gespeichert. Verdammt! Jetzt wollte ich aber gerne schon wissen, was die reden. Kalaschnikow, euch geht's wohl zu gut. Ja, Mist, jetzt werde ich nie erfahren, worüber die gerade gesprochen haben. Und wir haben wieder keine Pain. Keine Painkiller, wollte ich gerade sagen. Verstecken ist sinnlos. Sehe ich nicht so. Nimm das! Höre ich noch Schritte? Nein. Lass mich rein! Ich geb's einfach nicht auf. Vielleicht ist ja jemand nett. Naja. So, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Offenbar nicht so. Ah, aber eine leckere Cola können wir ja vor uns hertreten. Naja. Schieß! So, Schmerzmittel haben wir gerade aufgesammelt. Das werden wir hier wahrscheinlich noch bitter nötig haben. So, vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Speichern. Hier sieht's aus, als könnten wir raus. Ohne den Code konnte ich die Tür nicht öffnen. Hinter der Tür lagen die Suiten. Sie waren auch nicht besser als die normalen Apartments. Also auch so traumhaft schön hier einfach. Mit Naturgrün, das hier langsam aus der Decke wächst. So, warum ist der abgesperrt? Ist das ein gutes Zeichen? Ach, der Lift war ja blockiert, deswegen. Jetzt können wir den benutzen. Die sind verrückt. Hilfe! Die wollen mich wegpusten! Oh! Ein herzliches Willkommen! Ach so, jetzt muss ich ja schon wieder hier. So, dann werde ich mich mal diesmal auf dieser Seite hier in Deckung halten. Die sind verrückt. Hilfe! Die wollen mich wegpusten! Danke, Kumpel. Du hast mich gerettet. Sie haben die Tür von außen versperrt. Es sind schlimme Zeiten. Die Tyrannei der Cleaner. Okay. Führt noch ein Weg hier raus. Über das Dach vielleicht. Bei den Tauben. Du brauchst den Code zur 7. Etage. Ed kennt ihn, weißt du? Ed, der Hausmeister. Armer Ed. Diese verrückten Cleaner haben sein Revier übernommen. Ach so, ich dachte, der führt uns jetzt zum Hausmeister. Stattdessen haut er sich hier auf seine alte Schnarchmulde. Ja, noch schön sauber machen auf jeden Fall. So viel Anstand muss sein. Aber wer ist Ed? Schrägstrich, wo ist Ed? Basement, da müssen wir hin. Basement, da müssen wir hin. Vorher speichern und los. Hey, wir sehen gesundheitlich übrigens sehr gut aus. Wird auf jeden Fall sehr leicht ab jetzt.